Ossis aus Flaschen, statt Töpfe vom Grill. Doch wenn ich will, kauf ich ganz Kölnstraße. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Anno 2070 zusammen mit Selim, mein Name. Und ich hab das Spiel noch nie wirklich gespielt. Ich habe es nur einmal kurz angetestet, um zu gucken, welche Grafikeinstellungen am besten passen. Ich spiele einfach mal auf normal. Anweisungen zum aktuellen Auftrag sind eingelangt. Bla bla bla, egal, ich gehe mir so in die Spieleinstellung. Nee, brauche ich nicht. Ich starte einfach ganz blind los, denn wir wollen uns nicht so aufhalten. Also, es gibt einmal die Global Trust und die Initiative, die ich wählen kann. Ich habe keine Ahnung. Die Links soll eigentlich so eine Art Eco-Partei sein oder was weiß ich. Und die Rechts ist eher sowas Bösartiges, was... Ja, die beuten die Insel aus, was auch immer. Willkommen bei Global Trust. Mein Name... Ja, Ruhe jetzt. Ich will Global Trust. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind und das Video hier wird entweder auf meinem neuen Channel Celo Pelo hochgeladen oder vielleicht auf einem gemeinsamen Channel, der nämlich Chillsessel heißt. Ich hoffe mal, das haut gut hin, denn hier auf dem Channel werde ich oder werden wir ziemlich viele coole Sachen machen. Das ist jetzt mein erstes Projekt für meinen neuen Channel oder für unseren, falls das mit Childessel hinhaut. Ich hoffe, das tut es. Und ja, wir haben hier irgendwas bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Zu Ihren Diensten. Als künstliche Intelligenz. Ich hoffe, mein Funktionsumfang entspricht Ihren Anforderungen. Das ist sowas wie so ein Stück. Wie kann ich helfen? Hier kann man Sachen bestellen, okay. Hier habe ich ein Boot, was ich anklicken muss. Durchsuche Datenbank nach nützlichen Informationen. Und da ist eine Insel, Land Ahoy. Ich habe zuvor Anno 1404 oder wie hieß das gespielt. Davor habe ich nie wirklich ein Anno gesuchtet oder was auch immer gespielt. Also ich bin nicht so der Anno-Fan, aber... Ich spiele es immer wieder gerne. Sie verbessern sich selbst. Ich mag die Serie. Die Entwickler sind auch deutsche Entwickler. Ja. Ich glaube, ich baue mein Kontor oder wie das heißt. Das heißt bei Anno, glaube ich, immer Kontor. Ja, mein Hafenstützpunkt hier auf ist zwar schmal, aber direkt bei den Bergen und Ressourcen. Und eigentlich müsste ich die breite Seite hier nehmen. Nee, die sind alle gleich breit. Von daher... Oder doch? Nein, doch, nein, doch. Inselscan läuft. Lade Informationen zur Fruchtbarkeit. Ja, okay. Ja, egal. Ich baue mein Kontor einfach hier auf. Ja, ungefähr hier sollte der liegen. Und ja, ziemlich cool, so mal anders als dieses Renaissance-Stil oder Mittelalter-Stil, was auch immer in Anno. Wo ist denn das Baufenster? Das Baufenster, genau, mit B. Mit zweckdienlichem Informations- Gib jetzt Ruhe, also ich muss als erstes wahrscheinlich ein Warendepot bauen, damit ich meine ersten Ressourcen hier rausholen kann. Das baue ich mal direkt hier. Und am besten mache ich gleich zwei Stück. Lohnt sich vielleicht viel mehr oder drei? Nee, ich überbaue das nicht ganz. Wichtig ist ein Stadtzentrum. Glaube ich. Gebäudeauswahl vergrößert. Gebäudeauswahl vergrößert. So, jetzt muss ich eine Straße bauen. Ja, das sieht scheiße aus. Ich mache das mal so. Ganz richtig hässlich und voll ungeordnet. Egal. Ist ja auch meine erste Insel. Im Laufe des Spieles bekommen wir bestimmt viel mehr weitere Insel dazu.
Bauzellen. Genau, um Bauzellen herzustellen, brauche ich Basaltbrecher. Muss auf einer freien Fläche errichtet werden. Das heißt, ich baue das hier irgendwo. Nicht zu weit weg, aber auch nicht. Ja, das ist die Frage. Ist es jetzt egal, was da drumherum liegt oder produziert Granulat? Egal, ich baue es einfach mal hier hin. So. Zwei Stück, ein Stück, keine Ahnung, wie viel ich brauche. Und ein Schmelzwerk, um das Ganze zu verschmelzen. Dingens, genau. Oder irgendwie sowas. Ich baue das alles immer gerne neben den Straßen. So, gleich dann baue ich gleich mal noch eine zweite Bauzelle. Nee, Basaltbrecher. Die baue ich gegenüber. Energieversorgung mangelhaft. Ja, Energieversorgung mangelhaft, ja. Ich brauche als erstes mal ein paar Arbeitergebäude. So. So eine schöne Reihe tut's immer. Oder soll ich das in Zweierreihen machen? Ich mach das mal so. Informationen zur demografischen Verteilung der Bevölkerung verfügbar. So ist es gut. Und ja, da fischen wir uns mal paar Fische, was auch sonst für unsere Bevölkerung. Ich weiß nicht, was Fisch bringt. Ich glaube, wir brauchen das für die... Genau, stillt das Bedürfnis nach Nahrung. Okay. Themenbezogene Unterlagen verfügbar. Wie gesagt, ich kenne mich in dem Spiel noch gar nicht aus. Ich spiele es heute zum ersten Mal. Ich wollte es schon lange spielen, aber... Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Ja, die Information brauche ich nicht. Ich kenne mich ja teilweise in Arno aus. Was heißt auskennen, aber... Ich habe Arno zuvor gespielt. Schaufel, Rad, Bagger. Genau. Sowas brauchen wir, um... Ich bin darauf programmiert, dich zu unterstützen. Ja, dann sei leise. Okay, das baue ich hier hin. Und dann können wir auch ein Kraftwerk bauen. Am besten zwei Stück davon. Und dann kann ich jetzt auch ein Kohlekraftwerk hier bauen. Nee, das passt da nicht rein, aber egal. Nee, lieber hier. Hier. Ja, ich mach's einfach mal auf die hässliche Tour hier. Das sieht da echt scheiße laden. Aus. Informationen zum Thema stehen bereit. Okay. Ein bisschen mit Straßen verschönern und... Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ich bin auch so eine Anti-Eco-Partei. Das ist ja auch scheißegal, meine Ökobilanz. Glaube ich. Kohlekraftwerk muss sein. So. Jetzt weiß ich nicht, was zu tun ist. Ich glaube, ich muss gucken, dass ich genug Arbeiter bekomme, um das nächste freizuschalten oder sowas. Ökologie, Unterhaltskosten. Steuereinnahmen 24, Wohnhäuser genug. Ich hoffe mal, jeder hat eine Arbeit. Ja, also bei einem Blind Let's Play kann man jetzt nicht so viel erwarten. Ich hoffe, dass ich bald Spirituosenfabrik habe. Dafür brauche ich 60 Tycoon-Arbeiter. Das... Ja, dann besorgen wir mal die 60 Arbeiter. Okay. Die Arbeiterdingens. Die Wohnhäuser, genau. Ich freue mich, behilflich sein zu können. Ja. Die
baue ich mal so, auch wenn das vielleicht hässlich aussehen mag. Baue ich die Wohnhäuser. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Juhu, weitere Gebäude. Was haben wir da? Eine Spirituosenfabrik. Dafür brauche ich aber 2 Bauzellen. Mein Archiv enthält Datensätze, die in diesem Zusammenhang wichtig sein könnten. Kann man das Spiel beschleunigen? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Endlosspiel. Das heißt, wir können hier das Let's Play so viele Folgen machen, worauf wir Lust haben. Nee, 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 geht nicht. Ich brauche noch eine Bauzelle. Ja, die Folgen kann ich so hinauszögern, wie ich Lust habe. Registriere autonomes Erzeugungssystem für Baumaterial. Das kann 20 Folgen dauern, 50 Folgen, vielleicht auch 100 Folgen, wer weiß. Je nachdem, wie viel Lust ich auf das Spiel habe. Oder ja, weil ich habe noch viele andere Ideen, die ich umsetzen möchte für mein neues Auftreten auf YouTube, für mein erneutes Auftreten. Das Ding baue ich mal hier, weil... Warnung! Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Hier geht es uns an nichts. Schön. Die Felder bauen wir mal schnell. So oder so? So passt es besser. Das wäre eine Weiterentwicklung. Gratulation. Ja. Und hier ist immer wieder was los. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich 3 von 2 Farmdingern lege. Wie weit effizient das ist. Und das ist jetzt auch egal, denn... Was brauche ich denn? Ich brauche 112 Bevölkerung, damit ich wieder die neuen Gebäude bekomme, glaube ich. Energielevel stabilisiert. Ja, ich habe einen sehr hohen Energieüberschuss, 56. Ich glaube, wie viel verbrauchen denn die Wohnhäuser? Was haben die? Getränke haben die noch nicht. Die brauchen Getränke. Unbedingt. Granulat für die Produktion. Wo haben wir denn Granulat? Ja. Ach so, das ist nur die Schmelzfabrik. Das sind die Schmelzofenlinge. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Basaltvorkommen sind. Das ist so ein Problem. Ja. In den Minen ist kein Basalt. Auf jeden Fall. Bald sollten wir auch die Kohleminen haben. Dafür brauche ich aber Tycoon-Angestellte. Ich glaube... Die harte Arbeit macht mir nichts, weil mir sonst rundum gut geht. Ja, super. Sterbt. Nein. Quatsch, ich werde die einfach so sehr besteuern, bis die hier am Verrecken sind, ich weiß nicht. Oder ich werde die gar nicht... doof. So, ich besteuere die einfach mal so. Lade wichtige Informationen zur Relation von Steuern, Einkommen und Bevölkerungszufriedenheit. Wegen meinen Fraps-Aufnahmeteil sehe ich mein Vermögen nicht wirklich. 46.000 Credits. Ich verliere ja... 30 Credits, 28, ja, das steigert sich ja. Ist ja gut dann. Wir können hier die Steuern steigern und voila. Ich mache jetzt 30 plus pro Tag, pro, was weiß ich, pro Stunde. Was sagt man denn hierzu? Ah. Topaz heißt das Ding. Ich habe einen Push-to-Talk auf X, deswegen schreibt er mir ganz lauter X rein. Wie nennen wir das schöne Schiff mal?
Ich nenne einfach mal das Schiff Ferdinand oder so. Nein. Ferdinand. Ja, hört sich auch ganz gut an. Jetzt heißt das Schiff Ferdinand. Passt ja auch. Greif den Fischerboot an. Ja. Das Spiel ist neu raus, voll gepatcht und schon sind wieder die ersten Bugs und Glitches da. Ferdinand Feed Fischerboot. Höhö. Ja, beschwert euch übrigens nicht über die schlechte Grafik. Wegen den Aufnahmen habe ich die Schatten ausgestellt. Weiter auf meinem Radar. Die Schatten habe ich ausgestellt, wie in fast jedem Spiel. Ich hasse eigentlich Schatten. Das sieht zwar mit Schatten besser aus, aber das leckt so übelst und ich weiß nicht, ohne Schatten finde ich das immer übersichtlicher. Und ich zock meistens im Fenstermodus, genau. Nur diesmal spiele ich nicht im Fenstermodus, weil das Spiel sonst, was mache ich da? Nix abreißen. Ja, weil das Spiel sonst, erweiterte Bauoption. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dieses Spiel hackt bei den Aufnahmen irgendwie rum, wenn ich im Fenstermodus aufnehme. Jetzt muss ich im voll verpixelten HD-Format aufnehmen. Nur für euch, meine lieben YouTube-Fans, Zuschauer. Denn auf diesem neuen Channel habe ich natürlich die wenigen, voll vielen Zuschauer. Aber jeder fängt klein an. Spiel gespeichert. Dankeschön. Wie heißt der Typ denn? Die Frau. Hieß sie nicht Evi oder Eva? Ich nenne sie einfach mal Eva. Warte. Eva. So wie die Schwester. Schwester Eva.